Ja, war ein sehr hartes Spiel, war ein umkämpftes Spiel. Waren verschiedene Phasen. So, wir haben eine gute Phase gehabt. Wir haben dann halt auch zu viel zugelassen. Waren aber in der Summe gerade in der zweiten Halbzeit sehr dominant. Da hätten wir wahrscheinlich einen Punktgewinn eigentlich verdient. So. Aber wie gesagt, das war nicht irgendwer, das ist Havelse mit exzellenten Fußballern, gute Innenverteidiger. Eigentlich eine sehr, sehr rundum ausgeglichene Truppe. Es war ein sehr schwieriges Spiel. Wir haben früh ein Tor kassiert und mussten uns erstmal finden und zurückkommen. Das haben wir auch hinbekommen. Vor so vielen Zuschauern zu spielen, war auch für mich neu und es war auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und für das nächste Spiel sollten wir einfach mitnehmen, dass wir auch, wenn es nicht spielerisch geht, auch kämpferisch geht, also als Team. Und das haben wir gut hinbekommen und deswegen bin ich zufrieden mit der Leistung. Ich denke jetzt gar nicht an irgendwelche Spiele. Ich denke jetzt erstmal, ich beobachte das morgen und auch das West Ham-Spiel, welche Spieler dann Mittwoch und Donnerstag noch gesund sind. Und dann gucken wir mal weiter. Dass nicht alles über das Spielerische geht, dass es auch darum geht, dass wir im Kopf da sind von Anfang an. Die Liga ist schwer, die Mannschaften sind mental sehr gut. Jeder will den Sieg und darauf müssen wir vorbereitet sein und das müssen wir auch mitnehmen.